Das Weihnachtsfest 2020 ist Geschichte. Anders als in den Jahren zuvor ist es aufgrund von Corona in den meisten Familien sicher ruhiger abgelaufen und es wurde nur im kleinsten Kreise gefeiert. Ruhiger wird sicher auch der bevorstehende Jahreswechsel. Um Krankenhäuser nicht zusätzlich zu belasten, werden in diesem Jahr keine Feuerwerkskörper verkauft. Städte wie Chemnitz und Dresden haben aktuell ein Böllerverbot ausgesprochen. Um Ihnen trotzdem einmal zu zeigen, wie man sich vor 20 Jahren auf den Jahreswechsel vorbereitet hat, haben wir den folgenden Beitrag aus unserem Archiv gekramt. Nur noch wenige Stunden, dann gehört auch das Jahr 2000 der Geschichte an. Vielerorts Tradition, zum Jahreswechsel mit einem mehr oder weniger spektakulären Feuerwerk die bösen Geister zu vertreiben und das neue Jahr zu begrüßen. Seit Donnerstag ist das diesbezügliche Zubehör im Handel erhältlich. Wie hier in der MacPaper-Filiale in den Zwickau-Arkaden sind die Regale auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt mit der gesamten Palette pyrotechnischer Erzeugnisse für den Hobbyfeuerwerker. Vorbei ist allerdings die Zeit, als man stundenlanges Anstehen in Kauf nehmen musste, um noch ein bescheiden kontingiertes Sortiment der begehrten Feuerwerkskörper zu ergattern. Prall gefüllt heute die Regale und prall gefüllt auch das Sortiment für jeden Geldbeutel. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr eine Reihe neuer Produkte, welche um die Gunst der Käufer buhlen. Es sind sehr viele Sortimente da, wo von allen ein bisschen was drin ist. Dann sind die großen Sachen da, eine wunderschöne große Rakete mit 7 Stück, die nacheinander losgehen. Was haben wir noch? Eine Batterie mit 60 Schuss, eine Batterie mit 25 Schuss, die üblichen Blitzknaller für jeden Geldbeutel. Was liegt im Trend und was ist neu? Neu ist diese große Rakete, diese Mehrfachschüsse und ja, das Übliche sind halt diese Sortimente. Das Angebot komplettieren Tischfeuerwerke, Scherzartikel, Raketen in allen Größen, Farben und Variationen sowie ohrenbetäubende Knallkörper. Auch das Handwerkszeug zum traditionellen Zinngießen im Kreise der Familie darf nicht fehlen. Der Trend allerdings geht in Richtung Kombinations- und Batteriefeuerwerke, so der Geschäftsführer eines Freiberger Herstellers. Der Renner hierbei der sogenannte Sachsen-Champion. Ein Raketenpaket von wahrlich beeindruckender Größe. Trotz aller Euphorie und Vorfreude auf den Jahreswechsel sollte man den Faktor Sicherheit nicht außer Acht lassen. Unzählige Unfälle zeigen alljährlich, dass die Gefährlichkeit von Feuerwerkskörpern oft unterschätzt wird. Und in diesem Zusammenhang würde ich doch nochmal darauf hinweisen, dass besonders beim Abbrennen der Feuerwerkskörper darauf zu achten ist, dass die Flaschen nicht in Richtung der Häuser gerichtet werden, sondern immer ins Freie und dass keine ausländischen Feuerwerkskörper benutzt werden dürfen, sondern nur mit der BAM-Nummer, die bei uns hier beim Bundesamt für Materialprüfung zugelassen ist. Und die Feuerwerkskörper sollten eigentlich auch nicht in die Hände von Jugendlichen und Kindern gelangen. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass nicht unbedingt durch Betrunkene diese Feuerwerkskörper angezündet werden. Das sollte man dann doch lieber lassen, wegen der Verletzungsgefahr. Beachtet man all diese Hinweise, dürfte dem ungetrübten Spaß am Silvesterfeuerwerk nichts im Wege stehen. Bleibt allerdings noch die immer wieder zu stellende Frage nach Sinn oder Unsinn der alljährlich vielen Millionen Mark, welche den Silvesterhimmel für kurze Zeit erhellen.